Dann wie wir. Sicherheit. Wollten wir nicht rushen? Ja, machen wir doch. Warum steht da eine Kaiser drin? Mann, Weil der ich jetzt habe jetzt, gerade ich habe erst mein. dazugekommen ist. Ach so. Ja. Gerade just im Moment, als der Server Ah, wieder da war. genau. Dann hatte ich meinen scheiß TS noch aktualisiert, so deswegen konnte ich vorher nicht wirklich fragen. Entschuldigung. Und so wurde auf der Hälfte abbrechen. Los, Los, voll voll drauf! Ah, Geronimo! Haben die da drin stehen? Bisschen was haben sie schon da. Ja, ein U-Boot Mitte. Fünf Träger. Ach, wird lustig. Eins ist getauft Richtung Norden. Doch Licht Süd, Licht Süd. Licht Süd. Rush Süd abbrechen. Oh. Das wird nix. Carsten, komm mal ein Stück vor mit deiner Range hier. Yeah. I'm back. Schön, der Server auch. Hello, my darling. Warte, Carsten, ich bleib mal stehen. Fahr mal vor mich. Gut. Jetzt klatscht da mal ein paar Schiffe raus, Ah, ist ja okay. Habt ihr So, gerade gesehen. Nils, fahr mal mit in den Norden, bitte. Extra. Ich zieh hoch in die Mitte. Obacht SS im Süden, Kotting. SS 6552. Sister, Doktor. Ja, komm mal ran. Ran hier. Ich habe hier auch eins auf E2. Da ist Also es ist ja. super. Hui, schon mal drauf einschießen. Nimmer. Klappe in der Mitte. Emil 2. Sorry. Brauch Licht auf Cäsar 3. Licht auf Cäsar 2-3. Ah gut, danke. Wurde es weg? Könnten wir im Süden Licht bekommen? Daddy, fahr zurück. Südlicht bitte. Ja, kommt schon, kommt schon. Ich muss da weg, ich habe keinen Overheat mehr. In der Mitte sehen wir die Albe. Die Albert hat von mir eine richtig gedrückt gekriegt. Die hat Hier sind wahrscheinlich sie ein Stück stehen, aber weit nach jetzt ist sie hinten weg. dunkel. Mogel meinen Scout durch. Versucht das mal, meiner wird gleich wieder abgeschossen. Bring dann durch. Gut. Einer wurde gerade gekillt. Jetzt ist er da. Thomas, Thomas, du musst zurück. Thomas, weg, weg, weg.
Jetzt ziehen wir mal an, oder? Ich habe kein Raschschiff, ne, Sü? Ja, aber ich kann noch mal die Danke irren. Ja, aber denk dran, da ist auch eine Conqueror darunter, ne, dass du die nicht übersiehst. Die Albert fährt ja auch wieder nach Süd. Ja, super, das ist doch kacke hier. User in your channel timed out. Sehe ich wieder nichts. Merkst du? Braucht mehr Licht. Ja. Octo, Vorsicht. War nicht so weit vor. User entered your channel. Braucht Licht auf Emil 2. Oh, verdammt. Ja. Gut. Alle raus. Das ist doch scheiße. Was, alle raus? Alle raus. Los, 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 losfahren. Jungs, nicht schlafen. Weil mich nicht so an, ich habe erst einen Kaffee. Wir machen das noch viel schlimmer, noch kein Bier. Ich habe schon fast einen Kaffee, eine Tanne, keine Tee aus. Bier reicht für gestern noch. Das noch ist nach einer Raschrunde sieht alles das aber nicht aus. Alles Panzerscheiße. Reißig zugestellt. Octo, wo willst du hin? Da vorne liegen da. Naja. Jetzt sind da drüben aber auch etliche Wache. Octo möchte beim Linienkampf mitmachen. Und Twister deckt sich mit Dingen sein. Auch gut. Lass ihn dann nicht alleine da vorne. Ich bin doch zu zweit, Mensch. So, im Norden sollten wir durchkommen, oder? Also locker. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir in den Süden gefahren sind. Carsten, komm mal hinter mich. Nicht so ja, hinter ja, mich, sondern anders. Abgebremst. Da ist nur einer mach, im Norden. Mach das jetzt im Norden. Ja, mach das im Norden. Im Norden ist nur einer. Nein, jetzt los, komm. Jetzt Party. Ja, da ist noch einer im Dunkeln. Ich weiß nicht was. Da ist ein Dritter, oder? Wir holen das in Franzosen. Braucht mehr Licht Süd. U-Boot Mitte. Ja. Zwei U-Boote Mitte. Seva mittig. Die Conqueror zieht rein. Ja. Macht ihr den jetzt da im Norden? Torpedos ausweichen. Hatz, wo bist du? Carsten, Achtung, ich dreh. Die See war rasch mittig. Wisst ihr, du musst weiter zurück. Was macht verdammte Seefahrt da in der Mitte? Ich hab doch. Ich hab's fünfmal gesagt. Ein U-Boot habe ich gleich hier. Da, die kommen alle, die kommen, die ja, rushen. Oh, der ist weg. Die rushen Süd. Ja, aber die See war schön ablenkt. Wo sind eigentlich eure Schames mittig? Die spielen mit den U-Booten. Wem spiele ich gerade? Das ist scheiße. Nee.
Das ist alles kacke. Kannst du so eine Seebe einfach durchlassen? Warum kümmern sich nicht die CVs um die U-Boote? Bin ich doch. Ja, aber weil hey, nicht erklärt. Hey, stopp. Nicht das von einem die Schuld auf den anderen schieben. Genau. Sind alle schuld. Laut dann eben nicht. Wir haben recht viele U-Boote. Noch ein U-Boot, heieiei. Wir haben drei Stück. Alle in Süden, oder? Oder wie? Ne, fahrt ihr mal in den Norden. Ihr drei. Die drei von der Tankstelle fahren. Und die zwei P24 mit der Kaiser fahren auch runter. Ich bleib in der Mitte. Eisschiff hier, da macht ja nur 37 Knoten. Danke. Ging voll durch, kann das sein? Wo seid ihr denn? Ihr müsst an die Range ran. An die Conqueror. Jungs, vor, weiter vor, an die Range, an die Range. Oben die Sunderer. Obacht. Das wäre die scheiß Seebe in der Mitte, ey. Oh, ich könnte kotzen. Das ist Torpedobomber. Das ist so eine Ablenkung mit deiner Seebe. Oben im Norden fahren drei Low-Range-Schiffe. Kann man die nicht einfach mal wegmachen? Ja, die Sandra steht aber, der steht genau zwei Punkte hinter der Sandra. Jetzt steht er, der ist gesunken, ist der. Dann nur den dritten da oben. Ah, müssen wir erst mal drehen. Ja, hier kommt ein U-Boot. Dein Pesa, los, mach den. Handy 74, dreh mal. Die Charlie, mach die Charlie weg. Nils, aufpassen. Post dir mit dem CV vor. Du musst U-Boote abfangen. U-Boot 76, 78. Thomas. Ich hab jetzt den Sonar nicht drauf, ich sehe den. Ist nicht. Egal. Du siehst doch, wo die Torps herkommen. Schieß einfach in die Richtung. Sandra oben steht in der Bude. Weiter unten, 79, 27. Die Sandra steht oben in der Bude, die könnten wir jetzt mal botchen. Ja, hau weg. Pass jetzt siehst du nicht mehr, mach doch mal Licht auf die Sandra da oben. Pass auf, der Franzose aus der Mitte. Ja. Ja, supi. Wir stellen uns nicht glücklich an, Herr Dürr. Nee, nicht wirklich. Ja, die nehmen systematisch die CVs raus. Scheiße.
CV Mitte ist weg, CV Süd ist weg, CV Nord ist weg. So, jetzt habt ihr kein Licht mehr. Yeah. Haben die euch weggebombt? Oder? Ja, ja. Torpedobomber. Ich hatte zwei U-Boote an der Backe und Torpedobomber. Ja, die spielen gerne mit Torpedobombern. Das ist richtig. Ja, können die ja auch. Wir haben drei CVs. Ram gewonnen. Licht machen. Sie haben den Nexus. Caesar gewonnen. Jetzt nicht unsinnig reinrushen, Twister. Weiter so, Mauro. Was soll? Mauro ist der Einzige, der was einnimmt. Ich dachte, im Norden ist noch eine Clemenceau, nicht weiter im Norden. So eine Scheiße. Was denn? Was begrüßt dich? Crash. Oh. Mal. Nimm den jetzt mal in den Rahmen, wo ich hier vor seinem Abbruch mache. Ich bräuchte auf der Ziellinie noch einen U-Boot-Hunter, bitte. Nein, können wir nicht erübrigen. Direkt drauf, die Charlies. Los, Overheat. Nils, Gas, 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 Gas. Islam. Erstes Ziel, ja. Die Conqueror. So, Rahmen eingenommen und ich muss auch abbrechen. Ja, schau mal, ob es. User joined your channel. Das ärgert mich jetzt. Muss ich das User in drauf da, drauf da. User disconnected from your die Nebbi mittig, die Nebbi mittig. Die Nebbi mittig? Hat ja super geklappt mit dem voll rein. Ich sehe, dass zwei Charlies schon abgedreht haben. Jungs, so kann das nicht funktionieren. Wenn gesagt wird rushed, dann wird gerusht. Unter jeden Umständen. Das geht so nicht. Der klopft da an. Aha. Klar. Da kannst du den Angriff direkt abbrechen. Was soll also das denn? Ihn habe ich mitgenommen, die Jersey oder was das war. Ja, das ist doch völlig egal, wen du da mitgenommen hast. Peace alle Charlies Süd, alle Charlies rushen. Wenn ich jetzt sehe, eine Charlie, haben wir Friedrich 2. Er ist aber gar nicht Charlie gefahren. Da ist doch einer Friedrich 2, der Carsten. Ja. Alles klar. Hier kommt der mit einer Charlie, die im Süden rusht, Nord auf F2. Ich denke mal, Sturm mit Wetter oder so.
Navigationsfehler. Oder besoffen Navigationsoffizier, genau. So, kann jetzt einer das Ding abbrechen, damit wir hier das Event noch ein bisschen nutzen können. Der Mats also hat, das war... Der Mats das war Navigationsoffizier auf der Schalemann. Ich hab ihn rausgeschossen mit meiner Kupfer, sei mal ganz ruhig. Ich hab gewascht, ich war der Letzte im Süden. Ja, dann warst du zu langsam. Mit einem Panzer QV ist man ja auch nicht schnell. Dann sind alle von hier gesprungen. Kein Überlebenswillen, die Leute. Wunderbar. Wurde aber auch rausgetauft. Ich geb nochmal ein Mini, weil ich das so gut fand. Aber das ist krank, weil die Torpen ist wirklich ziemlich amok, Alter, muss ich mal sagen. Ja, die können das sich ja auch leisten. Die sind ja auch irgendwie ganz so groß mehr. Ja, aber auch so, also gezielt halt. Gezielt? Wenn ich Taubbomber fahre, sieht er nicht so aus. Die machen ja auch die ganze Zeit nichts anderes. Wahrscheinlich. Auch in GBs sind die ja nur mit Taubbombern unterwegs. Du sollst die Torpedos auch auf Schiffe werfen, Matze, nicht auf Fische.